Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Try Parkitect. Nachdem wir in den letzten beiden Folgen unseren ersten Park recht souverän fertig gekriegt haben, widme ich mich jetzt mal einer neuen Herausforderung. Das ist ein Park, den ich bisher selbst noch nicht gespielt habe. Ich bin momentan in der Kampagne hier unten angekommen. Aber schauen wir mal, was uns das Adventure Island zu bieten wird. Dieser kleine Inselpark mit einem einzigartigen Aussichtsturm will mehr Gäste anlocken, aber das kalte und feuchte Klima ist nicht sehr einladend. Okay, die Beschreibung sagt uns schon, es wird wahrscheinlich sehr viel regnen. Das heißt, wir werden darauf achten müssen, dass unsere Attraktionen zum einen überdacht sind, zum anderen, dass wir auch viele Sachen bauen, in die Leute gerne reingehen, wenn es regnet. Wir müssen insgesamt 500 Besucher im Park haben, eine Zufriedenheitsbewertung von mindestens 80% hinkriegen und das Ganze für beide goldenen Sterne bis Ende Dezember im Jahr 2 hinkriegen. Na, das sollten wir doch irgendwie schaffen, oder? Zumindest hoffe ich das. Aber was ganz wichtig ist bei so einem Szenario, man muss sich immer zuerst mal anschauen, was man alles hat, um ein bisschen besser planen zu können. Also offensichtlich haben wir hier schon eine relativ coole Achterbahn, die auch aussieht, als würde mir dabei schlecht werden, wenn ich sie fahre. Gucken wir mal. Killer Bee. Aufregung extrem, Intensität hoch, Übelkeit auch hoch. Okay, wir werden hier jemanden brauchen, der regelmäßig putzt. Weil hier laufen dann die Leute raus und kotzen mir wahrscheinlich den Boden voll. Da würde ich drum wetten. Okay, wir haben einen Twister, das ist dann für die Leute, die es halt ein bisschen entspannter haben möchten. Weil alles ist niedrig bei dem Ding. Dekoration Mittel ist auch okay, kein Thema. Und er ist überdacht. Es gibt sehr viele Fahrgeschäfte, die nicht mehr fahren können, wenn es regnet. Deswegen brauchen wir hier auf jeden Fall auch Dächer. Und das hier ist ein Aussichtsturm. Okay, sieht ja spannend aus. Wie funktioniert das denn hier? Aufzug? Anzug, whatever. Ist das hier ein... Tatsächlich, das ist ein Aufzug. Okay. Sehr niedrig, niedrig, niedrig. Okay, also die Leute fahren von unten hier hoch, latschen ein bisschen oben rum. Und das war's dann. Okay. Ja, sehr spannend. Ja, und hier haben wir etwas, das mir persönlich jetzt nicht so gut gefällt. Nämlich, das sind hier Verkaufsgeschäfte, die allerdings, wie es aussieht, über die Wege versorgt werden. Das ist ein ganz langer Transportweg von hier bis, oh leco mio, bis da unten. Und während dieser Zeit können die ganzen Besucher sehen, dass hier Leute rumlatschen, um diese Geschäfte zu versorgen. Was richtig blödsinnig ist, das machen wir definitiv anders. Dann kann ich euch auch nämlich auch gleich mal dieses unterirdische Versorgungssystem zeigen. Hier gibt es noch eine Parkkartenkiosk, die muss man glücklicherweise nicht extra versorgen, die verkaufen einfach Parkkarten. Das ist noch eine gute zusätzliche Einnahmequelle, aber generell, oh, das sieht ja hier aus, da haben wir ein bisschen Arbeit vor uns, glaube ich. Okay, dann werde ich mir jetzt erstmal ein Forschungsteam einstellen. Mal gucken, was wir hier für Möglichkeiten noch haben. Kettenkarussell, Karussell, oje. Oh, Topscan, Gyrodrop Tower, oje. Mhm. Das Ding können wir auf jeden Fall nicht überdachen. Das ist eine klassische Gutwetterattraktion. Was haben wir hier noch? Powered Coaster, Vertical Drop Coaster. Okay, das sind jetzt wieder so Sachen, die werden eine Menge Geld kosten. Die können wir uns gerade noch nicht leisten. Powered Coaster, der sieht jetzt nicht schlecht aus, aber die sind alle nicht sonderlich intensiv. Okay, Junior-Achterbahn. Auch nicht sehr spannend, glaube ich. Hohe Aufregung, niedrige Intensität. Aber das ist schon eher was für unseren Geldbeutel. Ja, ich denke mal, das hier können wir uns schon noch leisten, wenn nach den ersten Bauten noch Geld übrig bleibt. Ich werde jetzt aber erstmal neue aufregende Fahrgeschäfte forschen, denn die werden wir brauchen, damit der Laden hier ein bisschen läuft. Welche Shops haben wir denn? Rätseln, heiße Getränke, na toll. Und Toiletten. Geil. Wo sind denn hier die Klos? Gibt es hier überhaupt schon eins? Ist hier überhaupt ein Klo? Ich sehe hier noch gar kein Klo. Oh, na super. Also die Leute sind hier im Park unterwegs und können nirgendwo pinkeln. Das ist jetzt nicht so glücklich, Leute. Ist hier irgendwo ein Klo? Nee. Geil. Oh mein Gott. Super. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Es ist ein laufender Park, wo die Leute offensichtlich ins Gebüsch müssen. Okay.
Super. Dann werden wir uns jetzt hier erstmal um die Parkversorgung kümmern. Dann zeige ich euch nämlich auch gleich mal, wie das funktioniert. Oh, haben wir einen Pausenraum? Muss ich mal gucken, ob hier überhaupt ein Pausenraum ist. Nein, es ist natürlich kein Pausenraum. Alter. Ist das... Warte mal, ist das ein Pausenraum? Das hier? Nee, das ist das gesamte Depot. Scheiße. Okay, den werden wir auch bauen müssen, denn müde Mitarbeiter setzen sich ohne Pausenraum irgendwie auf die Bänke und das finden die Besucher auch scheiße. Okay, gucken wir doch mal, wie wir das jetzt hier geregelt kriegen. Oh Mann, ich freue mich. Ja, ich weiß, du hast jetzt hier noch keine Versorgungstracks. Da müssen wir uns gleich noch drum kümmern. Deswegen hebe ich hier etwas den Boden an, damit wir hier auf jeden Fall keinen Stress mitkriegen. Wo wir halt nicht genügend Höhe haben, bauen wir sie. So, dann brauche ich jetzt aber erstmal die Verbindungsdinger. Oh, lecker mir. Das freut mich jetzt so richtig. Dass man erstmal sowas bedenken muss und dafür erst einiges an Geld rausgehen wird. So, hier sind wir bei 2,5 nach unten. Hä? Habe ich das jetzt hier nicht richtig? Ah, okay, hier geht's weiter. Ai. Ah, da freut man sich ja. Glücklicherweise bleibt das alles auf der entsprechenden Höhe, wenn man ein bisschen drauf aufpasst. Hm? Hat das jetzt... Ah, doch, das hat geholfen. Wie hoch sind wir denn hier? Muss ich mal kurz gucken. Immer noch nicht hoch genug. Oh, leck. Okay, wir sind hier bei 5. Gut, dann muss ich mal schauen, dass ich von hier aus gleich runtergehe. Weil das Ganze muss natürlich alles schön versteckt bleiben. So. Oh Mann. Das ist jetzt richtig teuer. Das wird uns erstmal eine Menge Geld kosten, das hier so einzurichten. Aber damit haben wir hier unser Depot schon mal fertig. Das ist jetzt hier auch mit dem verbunden. Passt. Da müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Hier beschwert er sich jetzt drüber. Oh, ich habe keine Straßen. Alles ist scheiße. Okay. Dann müssen wir jetzt hier erstmal die Deko ein bisschen kaputt machen. Mache ich jetzt nicht gerne, aber anders geht das jetzt leider nicht. Ja, ihr Lieben, das muss jetzt erstmal weg hier. So, dann haben wir hier erstmal einen Versorgungsweg, der von hier nach da geht. Und dann auch hier reinführt, denn hier werden unsere Leute auch noch ordentlich Müll reintun müssen und so weiter. Und bei diesen Depots muss man auch einstellen, dass das Depot die entsprechenden Läden versorgt. Nämlich den hier und den. Sonst sind da nämlich die entsprechenden Dinge gar nicht vorrätig, die wir brauchen. So, und nachdem wir jetzt ja brave Leute sind, die hier schöne Dinge bauen möchten, werden wir uns einfach diesen Bauplan hier zunutze machen und das Ganze eben einfach größer bauen. Ups. Na, du kommst hier weg. So. Ich baue das jetzt einfach nach. Was wir hier so Schönes sehen. So, dann brauchen wir jetzt hier den Weg wieder. Sonst geht es hier nämlich nicht rein und raus. So, dann muss ich jetzt aber mal gucken, was hier so an... Okay, das war einfach nur ein schlichter... Dings, mal gucken, was das hier... Säule, okay. Ah, ich muss das mit Säulen machen. Okay, das ist interessant. Das sieht auch gar nicht schlecht aus hier. Naja, warum nicht? Jetzt müsst ihr mir doch dabei zugucken, wie ich Dinge dekoriere.
Aber ich habe da immer so ein bisschen den Ehrgeiz, das möglichst passend zu dem zu gestalten, was schon vorhanden ist. Ich gebe es ja zu. Das ist ein Zaun, okay. Echt jetzt? Hier muss doch noch irgendeine Wand sein, die wir nehmen können, oder? Okay, kann ich die Wand nicht nehmen? Gut, dann muss ich jetzt selber mal gucken, was für Wände hier sind. Irgendwo muss diese Wand ja sein, denn die schalten einem immer die Dinge frei, die normalerweise auch vorhanden sind. Also alles, was in dem Szenario an Bauteilen verwendet wird. Oh, ich glaube, das ist diese Wand hier. Die ist dann irgendwie so ein bisschen kackbraun. Ich glaube, das ist die Wand. Ja, das passt. Nein, du solltest hier nicht hin. Okay, machen wir das mal hier hin. Und nachdem es diese Wand auch mit Fenster gibt, machen wir auch mal ein paar Fenster rein, sonst sind nämlich unsere Leute furchtbar deprimiert. So. Wir möchten ja nicht, dass die hier irgendwie einen Lagerkoller kriegen oder so. So. Okay. Jetzt muss ich nur noch diese furchtbare Dachkonstruktion verbessern. Oh. Aber gut, das kriegen wir auch noch hin. Sieht ja auch ganz nett aus so. Kann man nichts sagen. Oh, warte mal, ich muss mal hier umdrehen. So, okay. Dann kriegen wir jetzt Dachviertel, okay. Nee, wir brauchen das hier. Und dann das Dach hier, das wir benutzen. Das ist, glaube ich, das hier. Mit einem etwas helleren Farbton. Ist das der hier? Ah, jetzt muss ich es wieder von unten nach oben anpassen. Ich glaube, das ist das Passende hier, oder? Nee, ist ein bisschen hell. Na, das hier war er. Okay, kriegen wir hin. Sieht also fast so aus wie neu. Und jetzt müssen wir das Ganze noch hier außen hinsetzen. Das Ganze war dann hier auch noch. War das das hier? Ja, ich glaube schon. Eieiei. Okay, das hat jetzt natürlich ein bisschen länger gedauert, aber andererseits seht ihr auch mal, was man hier mit dem Ding alles machen kann. Ich finde den Baumeditor eigentlich recht mächtig und einigermaßen eingängig. Also er ist jetzt nicht so nervig wie jetzt zum Beispiel bei, wie hieß das denn? Planet Coaster. Da habe ich viel länger gebraucht, um mich überhaupt in die Sache ein bisschen einzuarbeiten. Und es war auch ziemlich witzlos, ehrlich gesagt. So. Jetzt haben wir wahrscheinlich eine Menge Geld für Deko ausgegeben. In der Hoffnung, dass das hier überhaupt funktioniert. So. Okay, ich sehe gerade, dass die dann doch ein bisschen zu hell sind, aber hey, was soll's. Immerhin, wir haben jetzt hier unser Versorgungsteil mal aufgehübscht. Wir bauen hier natürlich auch nochmal solche Dinger hin. Weil die gab es schon vorher, da machen wir jetzt auch nochmal welche hin. So. Also, hier haben wir dann unseren Versorgungsteil. Den werden wir jetzt allerdings mit einer eigenen Zone versehen müssen. Damit der Arbeiter, den wir hier hinsetzen, Träger, oh Gott, das ist total uneffizient organisiert. Dich setzen wir in die Zone 1. Du gehst bitte hier hin und kümmerst dich vor allem darum. Und dann werden wir hier wahrscheinlich einfach nochmal ein Klohäuschen oder sowas hinbasteln. Und ja. Lassen wir den Laden erstmal ein bisschen laufen. So. Dann hätten wir das hier zumindest schon mal. Oh Mann. Also, uneffizient gebaut ist es auf jeden Fall.
Aber wir haben mit dieser Achterbahn schon mal ein Ding, das uns ordentlich Geld reinbringen wird. Darüber freue ich mich. So viel Glück hat man nämlich bei neuen Parks selten. Beliebt bei Regen. Ich glaube mal, ich werde das Karussell hier auch mal gleich hinsetzen. Und zwar hier in diese Ecke. So, dann dürft ihr mal hier rein. Und hier raus. Alles nicht das Thema. Weil das Karussell eine super Sache ist, um Leute bei schlechtem Wetter abzufangen. Okay, das war jetzt nicht so ideal. Das war der falsche Weg. Hä, ist das immer noch? Hä? Warte mal, was ist denn das hier für ein Parkweg? Warum ist das so dunkel? Muss ich hier irgendwie ein dunkleres Grau nehmen? Nee, das ist viel zu... Okay, Zufriedenheitsbewertung habe ich schon mal. Beton? Ist das hier Beton? Ah, es war Betonweg. Okay, ich habe das noch nicht gerafft. Okay, kein Problem. So. Kümmern wir uns erstmal darum, dass hier genügend Leute reinkommen. Ich weiß nämlich nicht, wie viele da reinpassen. 20. Okay, kriegen wir hin. Da kommen wir jetzt hier zu dem Spaß, zum spaßigen Anteil des Ganzen. Man kann ja die Wege nämlich auch Höhen anpassen. Das werde ich jetzt auch gleich mal tun, indem ich das hier so steuere und sage, okay, ich möchte jetzt hier bitte gerne runter und dann auf dieser Höhe weitermachen. Plöck. Ja, passt. Und dann schalten wir das Karussell mal an. Hoppala. Damit es hier auch mal ein bisschen Geld verdienen kann. Hallo? Oh ja, und dann muss ich erstmal die verdammte Musik leiser machen. Ah, da wird man noch bescheuert. Ja, ja, Karussellmusik. Juhu. Super. Oh, lecker mio. Gruselig. Dann setzen wir hier noch ein, zwei Bäume hin. Eieiei, ist das scheußlich. Da kriegt man doch Ausschlag von. Mensch. So. Okay. Also zumindest haben wir das Ganze jetzt hier so halbwegs hingekriegt. Ich bin am Überlegen, ob ich hier nicht noch ein, zwei Shops hinstelle. Weil die können wir hier nämlich relativ gut verstecken und auch verknüpfen. Ich glaube mal, das ist jetzt gar keine so schlechte Idee. Oh, die Leute haben ja echt viel Laufwege zu absolvieren. Das ist natürlich nicht so schön. Aber immerhin, sie können sich hier dann auch verlustieren und Getränke und Essen und so weiter kaufen. Schauen wir mal, ob es hier irgendwelche Leute gibt, die unzufrieden sind. Momentan noch nicht. Was ja schon mal sehr gut ist. Dann werde ich jetzt mal gucken, dass ich hier irgendwo ein Klohäuschen reinsetze. Idealerweise irgendwo so hier. So halbwegs auf dem Weg. So, das ist jetzt zwar noch nicht sehr schön, aber daran werden wir gleich noch ein bisschen dekomäßig arbeiten. Denn wir haben ja hier den Bau vor, sozusagen die Bauvorlage, die wir benutzen können. Nämlich mit Zäunen drumrum und so. Eieiei. Das ist natürlich jetzt ein bisschen lästig hier so, aber kriegen wir hin. Das ist jetzt halt so ein bisschen Fleißarbeit, aber wenn man den Stil bewahren möchte, den der Park schon mal hatte, ist das natürlich nicht verkehrt. Oh, ich habe vergessen, auf die Dächer auch noch so Säulen zu setzen, aber das mache ich jetzt gleich noch. So, Säule. Säule. Okay, dann muss ich das jetzt hier mal drehen. Ah, die sitzen natürlich falsch. Damit das hier nicht total hässlich wird oder so. Klack. Okay. Kann man sehen lassen. Also es ist jetzt nicht perfekt,
Fakt, aber ganz ehrlich, das würde ich euch jetzt auch nicht antun. Sonst bin ich die nächsten 2 Stunden hier mit Dekorieren beschäftigt und das möchte ich euch nicht antun. So, Wände hatten wir schon. Da habe ich sogar welche eingefärbt. Das Gute ist, dass die bei sowas behalten werden. Also wenn ich einmal eine Farbe eingestellt habe, dann bleibt die, bis ich sie ändere. Und das habe ich ja momentan nicht vor. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen Bögen. Lalalala, schräger Bogen nach oben. Okay, das lässt sich auch sehen. Dann gucken wir mal, was wir sonst noch benötigen. Die Teile hier. Lalala, oh, das ist echt das aufwendigste Klohäuschen aller Zeiten. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass solche Designs natürlich was sehr Spezielles für die jeweilige Umgebung sind. Das heißt, ich werde sie danach nicht mehr brauchen. Und dann wahrscheinlich irgendwie kann ich sie einfach wegschmeißen oder so. So, machen wir das so. Ich habe hier auch noch ein Halbdach, das ich dann einfach nach oben lege. Upsa, so. Okay, das sieht jetzt etwas strange aus, aber hey, was soll's. So, brauchen wir jetzt eigentlich nur noch ein bisschen... Und man hört immer wieder lustig kreischende Leute. Ist irgendwie lustig. Kreisch! Und fertig. Sehr schön. Also gerade die durchsichtigen Dächer, die haben echt was... Perfektes an sich, das ist das hier. Ich könnte das Dach natürlich auch massiv machen, aber dann sieht man nicht mehr, was innen drin ist. Und ich sollte jetzt natürlich auch mein Klo mit einem Preis versehen. Sonst verdiene ich daran nämlich nichts, dass die Leute pinkeln müssen. Ja, ich weiß, man wird bei diesen Parks echt zum hoffnungslosen Kapitalisten, aber ohne Geld läuft die Sache halt nicht. Momentan machen wir Verlust. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir irgendwie Geld verdienen. Ihr Lieben, an dieser Stelle aber werde ich mich mal von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich versuche, aus diesem Park hier irgendwie eine Goldgrube zu machen. Und ich hoffe, dass ihr an diesem Spiel auch irgendwas findet, weil mir gefällt das echt super gut. Macht es gut bis dahin, ihr Lieben, und tschüss.